Kanal YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück von seinem zweiten Trip nach Osaka. Ich bin schon gestern Abend hier angekommen, es ist schon der Abend des zweiten Abends, wo wir hier sind, aber durch den Taifun war es nicht so wirklich möglich, Aufnahmen zu machen und es wäre nicht wirklich interessant gewesen. Und wir befinden uns hier in einem Stadtviertel Dobe zu Enmai, in der Nähe eines Zones, wo auch unser Hotel ist. Und gehen gerade hier ein bisschen shoppen in den Einkaufsstraßen, die hier so drumherum sind. Und weil das hier so lustig aussieht, wollte ich euch mal einen kleinen Eindruck davon zeigen. Und ja, wir hatten bis heute Mittag einen Taifun, der hier drüber gezogen ist. Und wir sind auch nur an Sachen lang gegangen, wo ich beim letzten Mal schon war. Deswegen nehme ich jetzt erst das erste Video auf. Und ich weiß gar nicht, was das für ein Tower da ist. Sieht aus wie ein Aussichtstower, von dem man dann vielleicht gut über Osaka schauen kann. Ja, und auf jeden Fall, das hier also mal ein kleiner Eindruck von einer der Seitengassen in der Nähe unseres Hotels, von den Shoppinggassen. Wir werden jetzt ein bisschen weiter schauen und dann auch irgendwo zum Abendessen einkehren. Ich schätze mal, heute wird es sich viele weitere Videos geben. Morgen steht der Plan, nach Kobe zu fahren. Da wird also ein kleiner Eintagesausflug von Osaka aus nach Kobe stattfinden. Übermorgen werde ich mit unserer Italienerin Ilaria zum Universal Studios Japan gehen, um dort den neu aufgemachten Harry Potter Park zu besuchen. Und übermorgen wird es dann wahrscheinlich durch Osaka nochmal ein bisschen gehen. Vielleicht Schloss, vielleicht Aquarium, vielleicht nochmal durch die Einkaufsstraße. Das wird so der Plan der nächsten Tage sein. Also freut euch auf den zweiten Aufenthalt hier in Osaka von uns und die entsprechenden Videos, die da folgen werden. Das erste, ja. Das da. Ebis? Stimmt, das könnte das E sein, einfach nur ein bisschen krummes Strich oben. Ebis. こちらは地下鉄堺筋線恵比寿町駅3号出入口です。向かって Hier werden dir sogar die Namen der Stationseingänge manchmal angesagt. Das ist Japan. So, wir sind wieder bei dieser Straße, die ich vorhin schon gefilmt habe. Jetzt mal in der Abendstimmung hier, nachdem wir ein bisschen durch Stadtviertel gelaufen sind und ja, jetzt hier uns zu der wunderschönen Abendstimmung hier befinden mit den ganzen Laternen, Lampenjungs, die hier an dem Geschäft mit dranhängen. Erzeugt ist echt eine sehr angenehme, schöne Atmosphäre. Fängt wieder ein bisschen an zu tropfen leider. Wir werden jetzt in den Family Mart gehen, uns noch ein bisschen Bier holen, dann in der Lobby vom Hotel trinken, bevor es dann morgen in den nächsten Tag geht. Und ja, das sollte als erster Eindruck hier gereicht haben.